So, als allererstes bitte ich Gruppe 4 und Gruppe 5 sich fertig zu machen, weil die beiden spielen die erste Runde gegeneinander. Das heißt, Gruppe 4, Madison, Berserk und Loki. Bitte, ihr könnt euch natürlich auf dem Discord, wo ihr wollt, könnt ihr in Voice gehen, könnt euch absprechen. Ich muss wissen, also Loki sollte am besten bei euch Lead sein, das ist für mich wichtig. Und Gruppe 5 auch bitte ready machen. Ardalin, Holy Hodge und Lycera. Macht euch ready. Ihr, die beiden Teams, ihr beide spielt als die erste Runde gegeneinander. Und ich würde sagen, ich gebe den Leuten nochmal so 5 Minuten. Der Red Holy, der ist der Rory. Achso, ja, das lese ich jetzt erst. Okay, danke, danke. So, dann werde ich hier schon mal Loki. Wo haben wir dich? Bam, du bist hier Part 1. Und Lycera, du solltest bei dir auch Lead sein. Und ihr seid ready? Okay. Dann frage ich nochmal bei Loki nach. Und dann können wir gleich in die erste Runde starten, ne? Me too. Okay, ja, perfekt. Alles klar. Dann Free for All. Erste Tournament 3v3 Double Elimination Round startet jetzt. Hat das geklappt? Nee, ne? Ich mach nochmal. Also ich krieg hier... Achso. Ja, das ist hier unmöglich. So, jetzt. Jetzt geht's. Perfekt. Knockout, erste Arena. Oh. Für mich auch eine Überraschung, ne? Aber dass OnlyFans hier nicht auf Rogue kommt, sondern auf so einem Red, da habe ich mir schon fast gedacht. Geil. Wir haben... Aber jetzt muss ich erstmal hier die Notiz so ein bisschen mit öffnen. Wir haben erste Runde spielen auf der linken Seite. Oh, warte, das ist die rechte Seite. Oder? Rechte Seite? Linke Seite. Linke Seite. Ray zusammen mit Berserker auf DH und OnlyFans auf Red. Übrigens, OnlyFans, kann man kurze Anmerkung machen, letzter Gewinner des Shuffle-Tournaments. Glaube ich zumindest, war doch Gewinner, oder? Ich glaube schon. So, viel Erfolg, let's go! So, da wird sich gleich in die Fresse gehauen. Lycera gleich mit in die Mitte rein. Ist natürlich Midrange-Heiler und Ardalin. Ich muss immer an Naldin denken, ne? Ardalin.
Sadalin, der kriegt hier schon mal richtig die Hucke voll, ne? Wir haben hier Darkness von Berserker. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade notwendig gewesen ist, aber OnlyFans, Vengeance Shield poppt hier. So, Hotch hier auf Lycera und Adalin, Junge. Ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren soll. Auf jeden Fall, der Krieger ist gestorben. Nein. Eieiei. Ach du Scheiße. Also gleich hier am Anfang so ein Trommelfeuer in die Fresse zu kriegen, das ist, oh, das ist bitter. Das ist bitter. Yo, auf jeden Fall, erster Win geht an Gruppe 4. Ich schreibe das mal hier rein. Erster Win. Wir machen Best of 3. Das heißt, es ist noch alles offen, es ist noch nichts entschieden, noch gar nichts. Und auch wenn hier Gruppe 5 vermeintlich verlieren sollte, gibt es immer noch das Lower Bracket, wo man sich noch wieder hochkämpfen kann. Deswegen, all good, all good. Ihr habt natürlich jetzt auch die Chance, wenn ihr sagt so, oh, wir sind nicht sicher, ich weiß nicht, ob wir so weiterspielen sollen, wir wollen gerne umloggen, dann könnt ihr jetzt natürlich auch die Klassen swappen, ne? Also ich gebe beiden Teams wieder genügend Zeit. Wenn ihr jetzt irgendwie was ändern wollt, dann sagt mir bitte aber auch Bescheid. Ich schreibe hier die Leute nochmal an. Ja. Ready. Ready. Und wenn ich das Go von beiden Highline kriege, dann geht's rein. Aber wie? Okay. Plus, beide Teams sind ready. Wir gehen jetzt rein. Matchpoint Best of 3, Gruppe 4. Junge, Junge, Alter, was war das für ein Auftakt? Okay, Teams sind beide gleich. Wir haben jetzt aber eine schönere Arena, meiner Meinung nach. Also ich mag die bei Nocturne, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich die geil oder scheiße finde. Ich weiß es nicht. Die mag ich aber unter Umständen lieber. Tatsächlich. So. Selbe Teams. Selbe Konstellation. Nichts geändert. Team 5 mit Adalin und Fuckside. Und Lycera denken sich, okay, wir hatten einen Bad Start, aber das Team kriegen wir auch locker in der Konstellation. Red War ist natürlich big. Und Dragon bzw. Heal Evoker ist jetzt auch nicht der schlechteste Heiler, ist halt natürlich ein bisschen gehandicapt dadurch, dass Midrange stehen muss, ne? So. Matchpoint, Gruppe 4. Und es geht los. Hodge auf Adalin. Fuckside kriegt hier gleich wieder. Beide droppen sehr, sehr low. Also Lycera muss hier richtig pumpen, um hier Heal aufrechtzuerhalten. Adalin versucht hier so ein bisschen Damage rauszunehmen, indem er vielleicht ein bisschen auf Abstand geht. Aber nur defensives Gameplay wird hier natürlich nicht belohnt. Und jetzt schlägt natürlich hier Team 5 zurück. OnlyFans muss hier sein Vengeance Shield ziehen. Berserker auch eben low gedroppt, hat kein Blur mehr, hat keine Darkness mehr. Und jetzt Shepherd's natürlich richtig. Also das kann man sagen, dass in der ersten Runde war es ein schlechter Start. Aber umso stärker hauen die jetzt hier zurück, ne? Aber ob das ausreicht, hier den Matchpoint nochmal even zu machen und sich hier den Win zu sichern, das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall beide Heiler, alle Hände voll zu tun. Wir sehen, beide Heiler haben auch schon wieder 50% Mana verbraucht, ne? Also da kann man mal sehen, was hier überhaupt für Damage-Zahlen über die Ladentheke gehen. Das ist unnormal. Adalin hier, unter 50%, kann aber wieder super getoppt werden. Hodge hier auf Lycera, aber sein Team ist noch fein. Wir haben Fuckside hier. Dieser Name, geisteskrank, geil. Die by the Sword ist an. Und Adalin kriegt hier wieder einen rein. Hat aber noch ein Vengeance Shield. All good, das heißt, wir haben immer noch die Bubble. Das ist tatsächlich richtig gut. Berserker kriegt hier auch richtig einen auf den Döls. Und OnlyFans droppt genauso. Vengeance Shield muss auch gezogen werden. Und Ray
haut hier die Heal-Maschine an. Also der muss jetzt richtig pumpen und das kostet richtig Mana. Wir haben hier Nullifying Shroud auf Lycera. Der kann jetzt erstmal nicht gezählt oder gestoppt werden. Was natürlich richtig big ist, wenn man halt so im Midrange oder fast schon im Melee-Range hier die Heals rausschmeißen muss. Jetzt sehe ich hier Fuckside versucht hier ein bisschen Druck auf den Heiler auszuüben, während OnlyFans Bubble ziehen muss und fast down ist. Netherwalk hier von Berserker und jetzt sind alle Big Defensive Cooldowns raus und was ist hier? Ich bin gefangen hinter der Wand. Ach du Scheiße. So, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder. Alles gut. Cocoon muss hier von Ray getradet werden. Jetzt ist wirklich alles raus, ne? Wir haben jetzt höchstens nur noch eine Melee-Bubble und dann war's das hier mit den Cooldowns und wenn das jetzt Team 5 und Adali geht da! Muss hier seine Bubble traden. Fuckface geht auch fast down. Fuckside, Entschuldigung. Und stirbt hier. Scheiße, es war so close. Es war so close. Oh, oh, shit. Junge, Junge, Junge. Also das war knapp. Ich hätte jetzt echt nicht sagen können, welches Team das macht. Und man muss sagen, Gruppe 5 hat hier ordentlich reingescheppert. Also es waren hier wirklich nur noch ein, zwei Globals, die hier zum Sieg gefehlt hätten. Fuckside, Entschuldigung, Fuckside. Hippocrate, Fuckside. Entschuldigung. Grüße. Aber das ist das 2:0 für Gruppe 4 und somit entscheidet Gruppe 4 die erste Runde für sich. Oh, ich muss das Turnier noch starten. Ja, mach ich. Fuck face down. Oh, Junge, 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 pass auf. Ich, Ey, bitte nicht persönlich nehmen, ne? Ist all gut, ist all gut. Junge, kann ich das hier mal starten? Hier speichern und vorsetzen. World of Warcraft, Junge. Azeroth, wo denn sonst? In Azeroth, Junge. Alter, verpiss dich hier. Oh mein Gott. Was ist das für eine Seite? Ich will doch einfach nur ein Tournament machen. Starte das Turnier. Jo, danke. So, Gruppe 4 holt sich jetzt hier. Ergebnis melden. Gruppe 4 gewinnt. Yes. Ergebnisse einreichen. Das heißt... Oh, guck mal hier. Gruppe 4 gegen Gruppe 1. Aber jetzt spielen wir erstmal Gruppe 2 gegen Gruppe 3. Das heißt, Gruppe 2. Shreets, Cassie und Smitty. Bitte ready machen. Gruppe 3. Evoker, Manchester und Halunke. Auch bitte ready machen. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, bei mir auf meinen Discord zu joinen und einen von den Channels zu nutzen. Gebt mir bitte beide Heiler Bescheid, ob ihr ready seid or not. Und Details wollte ich nochmal anmachen. In der Hoffnung, dass er das jetzt richtig trackt. Einmal im Leben. Junge, aber nicht schlecht. Hat das Fuckface ins Gesicht bekommen. Junge, es tut mir leid. Fuck, Dingens. Fuck. Wir nennen ihn Fuck. Fuckside. Das mit dem Fuckface wird er nicht mehr los. Oh Mann, Alter. Ja gut, wenn man sich so einen Namen aussucht, ne? Hm. So, geht Details? Kann man das sehen hier? Ich muss mal kurz gucken. Ja, ne? Kann das noch ein bisschen größer ziehen hier? Ach scheiße, ihr wollt ja wieder den... macht doch bitte beides, Heal und DPS. Ja, ist ja gut. Ihr macht das schon. Okay, das hier so. Zack. Zack. Wo packe ich das hin? Hier in die Mitte oder was? Oh. Oh. So, wollt ihr das so? Ist das so schön? So. Ready? Fragezeichen. Und wie gesagt, ne? Wenn ihr nach dem ersten Game umloggen irgendwas wollt, sagt mir bitte Bescheid. Und dann geht's los. So, ich frag, ob beide ready sind. Gruppe 2 braucht noch ein bisschen.
Okay, Team von Halunk ist ready. Team Smitty braucht noch. Finde es schön, dass du versuchst, mehr Leute für PvP zu animieren mit deinen Tournaments. Vielen lieben Dank, vielen Dank. Auch wenn du das erste Mal chattest, aber danke. Das ist nämlich auch das Ziel. Aber das ist auch so ein bisschen eigennützig, weil, naja, ich glaube, nicht nur ich oder nicht nur mir geht es so, dass halt World of Warcraft, was PvP angeht, stark zurückhängt und große Lücken zur Verbesserung übrig lässt. Und ich finde, diese Events machen immer Bock. Die machen immer Bock. Also, ne, wir machen jetzt einmal das Threes-Turnier einmal zu Ende und dann laden wir wieder neue Leute ein. Und dann gucken wir, was wir machen. Wenn wir genug haben, machen wir auch 5v5-Tournament. Ist mir scheißegal. Können wir alles machen. So, okay. Beide Teams sind ready. Und ich hoffe, dass mit Details jetzt alles funktioniert. Und wir sehen jetzt hier in Runde 2, ne, vom Free-for-All 3v3 Random Group Cup. Die zweite Runde, Gruppe 2 gegen Gruppe 3. Let's fucking go. Enigma-Tiegel. Attacko. Wir sollten Crowdfunding ins Leben zu rufen, um Fuckface eine Namensänderung zu finanzieren. Scheiße, Alter. Das wollte ich niemals lostreten. So, ich muss gleich... Ich kann es jetzt nicht verschieben. Wenn ich jetzt meine Maus raushole, dann ist das ganze Bild im Arsch. Das heißt, wir müssen mit den Details da so mit einem Bildschirm leben. Und, Sterbliche. Ja, ich schieb das nach der Runde, schiebe ich das runter. So, wir haben hier in dem Eingangsraum, wo ich gerade drin stehe, haben wir Gruppe 3 mit Halunke, Evoca und Manchester. Gegen Gruppe 2 Smitty Priest, Shreed und Cassie Shreed hier auf dem Armsway. Also, ich bin gespannt. Let's fucking go. Manchester charge hier gleich ran. Der will den Krieger, der sieht das. Der Augenstrahl ist auch scheißegal, ob der ins Leere geht. Hauptsache, der wird rausgekloppt. Das ist völlig egal. Evoca ist tot! Ach du Scheiße! Junge, meine Nachbarn schmeißen mich heute aus der Wohnung, wenn das noch so weitergeht. Was zum Teufel? Junge, der hat ja gleich eine Kelle kassiert. Das ist eine Ansage. Junge, wer so in die erste Runde von seinem Best of Three startet. Ach du Scheiße. Replay? Ich kann das nicht replayen. What the fuck war da bitte los, Alter? Ach du Scheiße, Videoproduzent. Sorry, 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 Alter. Ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Anschauen. Ist das leise hier? Ich kann auch nichts hören, ne? Wir machen einmal kurz Replay, das muss auch mal kurz sein. Die Nachbarn klopfen dir die Türe durch, wie beim Fiedler, ja, das kann gut passieren hier. Junge, aber das ist so intens, Junge, das ist so intens. Junge, guckt euch das bitte mal an, Alter. Was ein Auftakt. Junge, das war... Das war eine schnelle Runde. Ach du Jemini. Junge, ich bin hyped. Ich bin hyped. Yo, Dino, sehr gut geklippt. Dankeschön dafür. Okay. Puh, also, ja, da kann uns noch viel erwarten. Also...
du Scheiße. Okay. Egal. Erster Win, Gruppe 2. Wir gehen in die nächste Runde. Matchpoint für Gruppe 2. Arena der Tollwir. Sehr schön. Junge, verdammt heftig, Alter. Junge, Junge, also Smitty, Cassie und Street, Junge, was ein Auftakt, Alter. Was ein Auftakt. Holy fuck. Ich glaube, das wird Gruppe 3 hier nicht nochmal passieren. Ich glaube, also Deep End, habe ich dich schon begrüßt. Wenn nicht, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Junge, Junge, Junge. Also ich glaube, Team 3 hat da jetzt draus gelernt. Also die sind vorsichtiger. Oh scheiße, ich habe Details nicht zurückgesetzt. Oh, es tut mir leid. Es tut mir doch leid! Ihr müsst jetzt mit leben. Habe ich vergessen. Mache ich nächste Runde. Nach der Runde mache ich das wieder. Oder ist automatisch geresettet? Oh, das wär natürlich big. So, Street springt rein. Hier kommt wieder der Augenstrahl. Oh, hier. 4 auf Halunke. Sehr schön gemacht. Und Evoker. Und Street kriegt hier aber auch aufs Maul. Junge, Junge, Junge. Evoker diesmal mit Cocoon konnte gesaved werden. Street hat jetzt aber hier Probleme, wieder getoppt zu werden von Smitty. Euphorie läuft jetzt hier auch aus. Pain Suppression, die erste ist auch schon raus. Und Street kriegt hier weiter aufs Maul, ne? Die by the Sword muss jetzt gezogen werden. Avatar läuft immer noch. Shout ist aber auch schon raus. Und das sieht so aus, als hätte das Team von Halunke jetzt aus der ersten Runde draus gelernt. Und deswegen macht es das Ganze hier so umso spannender, ne? Wir haben hier Cassie immer noch mit einer Darkness. Street wird hier auf seinem Krieger ordentlich in die Mangel genommen. Charge jetzt rein. Als Krieger hast du ja auch nicht großartig Möglichkeit, irgendwie zu kiten oder sonst was. Live-Swap hier von Smitty Priest. Was willst du als Krieger machen? Du musst rein, du musst den Leuten auf die Schnauze hauen, weil sonst wird deine Situation, in der du dich befindest, immer schlimmer. Netherwalk hier von Cassie gezogen. Evoker kriegt wieder ordentlich einen auf den Dötz. Halunke burnt hier seinen Mana. Burnt seinen Mana, um Evoker hier zu toppen. Ist auch nur noch bei knapp 10% Mana. Und das sieht für das Team von Smitty Priest deutlich besser aus, ne? Ist aber noch nichts entschieden. Hier kann ein One-Shot kommen und das ganze Spiel noch drehen. Matchpoint hier aber für Gruppe 2. Manchester hier. Darkness von Cassie. Und hier kommt die Sühne. Haben wir noch Big Penance eigentlich? Habe ich noch nicht gesehen. Shriek hier, Avatar. Können das dann auf Smitty. Euphorie ist wieder raus. Pain Suppression läuft ebenfalls. Und Avatar ist wieder am Laufen, ne? Und da wird alles schön in den Evoker reingehauen. Und der kriegt ja auch gut was ab. Sharpen into Bladestorm. Und da geht Evoker down. Und somit entscheidet Gruppe 2 das Best of 3 für sich. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn wir hier mal, gucken wir uns mal die DPS-Zahlen an. Ich weiß nicht, warum die DPS-Zahlen jetzt so akkurat sind, aber es freut mich natürlich. Die sind natürlich Echtzeit, genau. Bedeutet, wenn die Leute anfangen zu bursten, dann sehen wir auch hohe DPS-Zahlen. Wenn nicht, dann geht das so ein bisschen runter, ne? Ich glaube, Intervall ist 0,5 Sekunden oder sowas, wo das Refresh wird. Und hier, Peak Cassie sehen wir gerade mit 165k DPS. Das schmerzt natürlich, ne? Glückwunsch, Gruppe Team 2. Verdient es 2-0. Und wir tragen das Ganze ein in unserer Übersicht. Gruppe 2 holt hier den... War das auch Gruppe 2? Ich muss mal schnell gucken, wenn ich das hier irgendeine Scheiße eintrage. Ja, Gruppe 2. Bam. Ergebnis einreichen. So. Und ich glaube, ich muss jetzt spielen, ne? Ich will nicht. Es springen jetzt Gruppe 1. Das ist Jenko, Stressblum und ich. Gegen Gruppe 4. Madison, Berserk und Loki. Macht euch bitte ready. So, ich muss mich jetzt hier mal kurz muten.
Also macht nochmal 5 Minuten Pause. Ich muss mich ja selber nochmal besprechen, ne? Also, ne? 5 Minuten Zeit. Dann geht's weiter. Ja. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Wie schwingt gegen. Ja, Gruppe 4. Ich muss mal kurz gucken. Wir spielen gegen OnlyFans, Berserk und Loki. Also ja, also ich habe ja keine andere Wahl. Ne? Ich glaube, ich muss halt auf Heal bleiben. Ne? Ja, genau. Genau. Ja. Stream Snipe Inc. ja, was machen wir? Was machen wir? Sag doch. Hast du damit ein Problem? Ja, musst du entscheiden. Mir ist egal. Spiel, was du willst. Nee, ich glaube nicht. Komm drauf an. Also ich versuch's auch. Also. Entscheide dich jetzt. Ich geh nochmal schnell Pipi machen. Okay. Ja, dann musst du dich jetzt entscheiden. Okay. Na gut! Ja, dann gehen wir rein. Gehen wir rein. Oh shit. Oh shit. Wargame!
So, Loki, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wir sind wild und heiß. Okay. Und schnell auch. So. Alle ready? Was mit Stressblumen? Okay. Dann geht's los. Erste Runde für uns. Oh Gott. Die Map ist gut für uns. Schnell reloaden, bevor hier irgendwas backt. Ein echter cool Tyrona ist. Nur wer am Ende noch steht, hat diesen Titel verdient. Was für ein sauberer Kampf. Also haltet besser Abstand. Nun gut, sind alle bereit? Ja, ja. Okay, hat er geportet. Gut. Okay, perfekt. Komm drauf. Okay, kann ich nicht. Ja, ich sterbe jetzt sogar. Okay. Kann nichts machen. So albern, ne? Ihr sterbt, aber nicht als wahrer cool Tyrone. Ja, geht besser, aber ich kann halt nichts machen. Ich kann da nicht mehr so ganz. Ups, einmal zu viel. Bleiben wir so? Boogie Woogie, vielen Dank fürs Folgen. Herzlich willkommen. Ja, vor allem, ich habe halt kein Global Zeit, ne? Nicht ein. Also das ist schon wenig widerlich. Ja, das Ding ist, ich habe auch falsches Talent gespielt. Das hat mir auch so ein bisschen das Genick gebrochen. So. Matchpoint Gruppe 4. Wir gehen rein. Ich weiß ja auch nicht, was man rausnehmen könnte. Oh mein Gott, ich spiele auch ein beschissenes Bild. Ja.
Digga. Das kann auch nicht angehen. Resto Druid, schlechtester Heal von allen. Ist das beschissen. Ich kann dagegen nichts tun. Warum, also Bubble war unnötig, aber... Ich kann nicht überleben. Wenn mein Trinket raus ist, ist Feierabend. So, wollen wir noch was ändern? Ach ja, stimmt, das ist ja 2-0. Stimmt, ja, GZ. Vergessen. So. Gruppe 4. Ja, es reicht halt, ne? Du kannst nichts machen, Alter. Es ist so albern, es ist so heftig albern, Alter. Vor allen Dingen, ich sitze im Tree, Digga. Full Hots. Stunt tot. Ja, passiert halt nix. So. Nächste Runde. Nächste Gruppe. Und zwar. Jetzt muss ich kurz gucken, wer hier als nächstes spielt. Gruppe 3 und Gruppe 5 bedeutet. Evoker, Manchester und Halunke. Gruppe 3, bitte ready machen. Ihr spielt gegen Gruppe 5. Adalyn, Holy und Lycera. Yo, sag Bescheid, wenn er ready ist. Ich muss das erstmal runterschlucken. Junge, das fuckt mich so ab. Ohne Scheiß, was soll ich dagegen tun? Was soll ich machen? Digga, ich sitze im Tree. Kannst du das Bracket-Ding mal linken? Ja. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwas bringt. Challenge. Junge, Digga, was soll ich auf Restitute machen, Digga? Also, das kann nicht sein. Es ist so. Es ist halt so albern, dass ich ziehe ein Trinket, ich kriege eine Millisekunde Stun, es reicht, um mich zu killen. Ich habe kein Global Zeit. Selbst wenn ich mir Overgrowth, wenn ich mir 10-mal Overgrowth gegeben hätte, es hätte mich nicht getoppt. Es ist halt so dumm, Alter. Oh Mann, ey. So. Kurz einmal aufregen und dann geht's weiter. So. Move Any brauchen wir. Wir brauchen Wargame Helper. Wo ist die Tails da? Also wenn ich im nächsten Video von Van Rookie höre, dass Resto Druid der beste Heiler momentan ist, dann fahre ich zu dem hin und hau dem in die Schnauze. Und sag ihm, er soll das Drecksvideo runternehmen. Du kannst nichts tun, du kannst nichts tun. Und jedes Mal, wenn ich Threes spiele und ich sage, ihr müsst auf den Resto Druid gehen, nö, wird nie raufgegangen.
So. Wird nie geswappt. Manchester ready. Okay, alles klar. Geht los. So, ich muss erstmal gucken, wer hier in welchem Team ist. Ich bin immer noch sauber. Ich kann das nicht runterschlucken. Mich fuckt das richtig ab. Ich würde jetzt auch gerne Leute einfach random beleidigen. Ihr merkt auch schon, ich drücke die ganze Zeit auch auf Auslog, weil das normalerweise der Moment wäre, wo ich Rage quitten würde. So. Ja, also ich weiß nicht, ob jetzt ein Sank oder eine Darkness da was hätten gegen tun können. Also ich bin halt schon wirklich in einem Global gestorben. Einfach so, Alter. So, wo ist meine Notiz? So, also, Gruppe 3 gegen Gruppe 5. Halunke müsste Heal sein, habe ich drin. Und wer ist noch? Bob hätte alles gedreht. Ja, aber dann wäre halt nach 8 Sekunden die Bob runter gewesen. Der nächste Go, tschüss. Deswegen... Oh, und Lycera. Lycera, Entschuldigung. So, ich hoffe, beide sind ready. Wir gehen rein in... Oh, Digga. So, let's go. Nächste Runde, erstes Spiel, Lower Bracket. Ja, Digga, das Ding ist, selbst in Bär zu swappen, reicht meistens nicht. Du kannst full hot sein, in Bär gehen, Regeneration anhaben, die killen dich dadurch. Also da steht, Heilung und Damage steht in keinem Verhältnis zueinander momentan. Das ist wirklich... Oh, fuck. Ja, ihr müsst jetzt damit leben, dass da mein Gruppensymbol da angezeigt wird. Das kriege ich jetzt gerade nicht weg. Okay. Robodrom, auch eine Arena, die man viel zu selten sieht. Ich glaube, die wird beim AWC gar nicht gespielt. Aber wir haben auf der linken Seite Lycera Monk, diesmal auf dem Monk unterwegs. Skeldris auf seinem, ist das Unholy DK, ne? Und of course mit seinem DH gegen Halunke, auch auf seinem Mistweaver mit Evoker und Manchester. Erste Runde, Lower Bracket, let's go. Egal, DPS schuld, immer DPS schuld. Es sei denn, man ist selber DPS, dann ist Heiler schuld. So, schön, erster Go wird hier auf den DK gemacht, ist im Stun. Kälte ist immer noch low. Junge, wo, in was für einer Welt leben wir? Da wird so heftig Damage gemacht. Halunke fast tot. Hier kommt der Swap auf den Monk. Manchester, Halunke, beide low. Lexweep hier auf Manchester. Swap auf Evoker mit Incap auf Halunke. Ist aber wieder frei. Frei kann hier wieder die Heals blasten. Aber Keldris immer noch weiterhin hier Target of Choice. Da liegt schon die erste Darkness. Oder die zweite schon. Manchester und of course beide schon Darkness raus. Aber Halunke hat hier, Lycera hat hier eine sehr gute Position, um das Ganze zu heilen. Halunke hat ein bisschen Schwierigkeit gehabt, das Ganze zu connecten. Evoker geht hier low, Strangulate hier auf Halunke. Ist das schon der Kill? The Hunt kommt auch noch zusätzlich und der Dot ist am Ticken. Man sieht das hier. Evoker droppt low, ist in Execute Range, wenn wir irgendwas hätten, was er executen könnte. Vielleicht ein Touch of Death wäre es schon gewesen. Keldris hier. Junge, also auf beiden Seiten droppen der Evoker und der DK immer im Wechsel. Ne? Da kann man richtig schön das Wellen-DPS Peak-Meter sehen. Und
Der DHS fuck face. Face fuck. Lycera Monk hier mit seinem Mana am Hadern, aber ungefähr gleich auf mit Halunke. Ich würde auch gerne mal wieder ein Game spielen, wo das Mana dann am Ende gewinnt und nicht einfach irgendein Burst, der random auf mich geschmissen wird und ich da nichts gegen tun kann, ne? Evoker. Halunke Incap hier. Evoker stirbt. Not bad. DK. DH. Also DH ist halt momentan halt auch so eine Klasse, die kann man auch einfach permanent bannen aus dem Spiel, Alter. So OP, wie das Ding schon seit Anfang der Season ist, das ist nicht mehr normal, Alter. Aber wir spielen in einem Spiel, in einer Welt von Azeroth, wo die Entwickler sich einen Scheiß für PvP interessieren und leider damit leben müssen. So, Cocoon hier von Halunke. Also da wird jetzt nochmal versucht, aber ich glaube, die erste Runde ist hier schon gelaufen. 3 Minuten 30. Manchester. Ja, also ich glaube, da wird nichts Großartiges mehr passieren. Netherwalk jetzt nochmal von Manchester. Okay, erste Runde hier für Lycera, Team Lycera. Sehr gut. Philipp Kreuz! Hallo! Team Fuckface. Ja, Team Fuckface. Ist das bescheuert, Alter. Ist das hier auch mal wieder so. Alles zurücksetzen. Und wir gehen in die zweite Runde. Ich muss hier. Oh Junge, ich weiß gerade gar nicht, wer welche Gruppe war. Runde 2, Matchpoint. Lebe auch noch. Ja, sehr gut. Ich brauche so ein Trikot, Team Fuckface. Junge, das ist auch schon wieder Highlight des Abends, ne? Junge, ich laber einfach irgendeine Kacke, ey. So. Jetzt nochmal. Schafft Halunke oder Team Halunke jetzt nochmal den Ausgleich? Oder macht hier Team Fuckface den Matchpoint safe und gewinnt das erste Lower Bracket Match? Junge, Alter, ich muss immer noch den Loose abschütteln, ne? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie das an meinem Ego kratzt, Alter. Junge, Junge, Junge. Nee, Alter, wenn die Leute schon sehen, Rest to Duel. Ich spiele 2K, 2-1 im Threes. Wir facen Rest to Duel Teams. Ich sag, wir müssen regelmäßig Swaps auf dem Rest to Duel machen. Es macht keine Sau, ne? Kaum spiele ich Rest to Duel, es wird instant auf mich gegangen. Und ich kann nichts dagegen tun. Evoker hier gleich auf 50%. Erster Def ist raus. Oh, Keldris! Kann das hier sein? Nee, kann noch getoppt werden. Beide Monks aber noch Cocoon ready. All good soweit. Der Evoker ist hier aber auch gut am Pumpen. Der kriegt aber auch gut ordentlich Kane rein. Ne? Das ist schon gerade 144 KDPS, 200 KDPS. Of course dreht jetzt hier richtig auf, wenn man sich die Echtzeit-Damage-Zahlen hier anguckt. Also der Manchester ist natürlich overall am meisten am Blasten, aber Evoker und of course liefern sich hier echt eine fette Schlacht. Der DK hängt so ein bisschen beim Damage hinterher, habe ich so das Gefühl. Lycera Monk hier.
Cocoon ist raus. Lycera wird gleich geswappt. Also ich habe auch das Gefühl, dass das Niveau im Vergleich zum... Oh, Evoker geht down! Oh nein! Aber was ich gerade sagen wollte ist, dass das Niveau, wenn ich so daran denke, wie wir letztes Wochenende gespielt haben, ist nochmal enorm gestiegen. Also ich habe echt das Gefühl, dass DH da nochmal einen Buff gekriegt hat. Ach du Scheiße. Okay, Team Fuckface kann sich aus dem ersten Lower Bracket befreien quasi. Und jetzt haben wir das erste ausgeschiedene Team hier mit Adalyn, Holyhodge und Lycera. Gruppe 5 ist leider jetzt raus, aber für Gruppe 3 geht's weiter. Nee, warte mal. Gruppe 5 ist weiter. Puh, fast hätte ich Scheiße gebaut. Gruppe 5 ist weiter. Halunke ist... Gruppe 3 ist ausgeschieden. Sorry! So. Das heißt, jetzt kommt... Rematch. Wir spielen jetzt Gruppe 1 gegen Gruppe 5. Ich brauche noch 5 Minuten. Vielleicht. Um mich nochmal seelisch darauf vorzubereiten. Aber Gruppe 5 gegen Gruppe 1. Verlierer Runde 2. Eieieiei. Ich hab Schiss. Ja, routen kann ich selbst auch. Das ist halt. Ja, das ist halt big. Ja, spiel was du willst. Also ich force hier niemanden. Können wir mit Scatter spielen dann. 2-Point Fick. Hier noch Dings. Ja, habt ihr euch entschieden? Das ist okay. Ist auch gut so. Ist ja nicht schlecht. Game gegen Halunki. Oder? Ist doch richtig, ne? Nee. Gegen Lycera. Oder laber ich jetzt Scheiße? Ich muss jetzt nochmal gucken. Gruppe 1 gegen Gruppe 5, oder nicht? Gruppe 5 hat gewonnen. Lycera, Team Lycera hat gewonnen. Oder? Oder laber ich gerade Scheiße? Ja, okay. Team Lycera! Achso, Scheiße, ich habe schon Request geschickt. Wir gehen rein. Wir gehen jetzt rein. Ich kann nichts machen.
1 gegen Fuckface. Wir machen das schon. Digga, das nervt mich auch hier immer, ne? Digga, ich muss hier mal die Mucke ausmachen. Ich kann mich nicht kaputt kriegen. Silence. Nix. Jetzt habe ich wieder ausgehabt. Aber die Zermung ist fast oben, so. Kann's gerne tryen, wenn du willst. So. Ach ja. Hast du 5603 Stück Drachenspeichel? Sieht nach einem Monopol aus. Kartellamt ist von mir. Yes. Jede Menge. So viele, okay, wir haben hier Matchpoint für Gruppe 5. Not bad. Not bad. Hm. Schwierig.
bin einfach raus. Ja. Happens. Also ist jetzt nicht wild, aber ich glaube, wir sind die Nächsten. Aber wir tryen. Oh, Damage ist eigentlich solide. Das ist schon gut. So. Matchpoint für Team Lycera. Ja, das ist müde, ne? Das ist echt müde. Titelträger Team Fuckface, ich sehe es schon. Ja, das kann gut passieren. Okay, weg. Schnelles Game, würde ich sagen. GG's! Nicht schlecht, nicht schlecht. Not bad. So, wir tragen ein. Gruppe 5 gewinnt das zweite Lower Bracket Game. Und nächstes Game wird sein Gruppe 4 gegen Gruppe 2, das heißt, einmal bitte ready machen. Shreet, Cassie, Smitty gegen Gruppe 4, Madison, Berserk und Loki. So, dann kriege ich hier wieder Mucke her. Und einmal in der Zwischenzeit hier mein Bildschirm umstellen. Nee, es fühlt sich echt weird an. Also es ist nochmal, ich sag so wie es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, hier zu queuen, als Three's Ladder zu queuen. Also das ist geisteskrank. Und 2-1, 2-2 MMR im 3s ist halt ein Witz dagegen, was wir hier gerade machen, Alter. Das kann man schon deutlich sagen. Geisteskrank. So! Ja, ich muss ja mal umstellen.
Wo ist Wargame Help? Ach, da. So, darf ich beide Heiler fragen? Banks, der Loki, sind eure Teams ready? Seid ihr ready für, what is it called? The Halbfinale. Halbfinale. Jetzt schon. Endlich. Okay, Lokis Gruppe ist ready. Wie sieht's aus mit Bangster? Ready. Sehr schön. Sehr schön. Dann let's go. Halbfinale. Gruppe 2 gegen Gruppe 4. Hoffentlich noch eins danach. Das macht so Bock. Weiß ich nicht. Hätte ich jetzt gewonnen, hätte ich safe zu 100% ja gesagt. Dadurch, dass ich aber drei Runden in Folge verloren habe, gehe ich gleich offline. Nein, Spaß. Ich lade natürlich danach wieder alle Leute ein und alle, die noch Bock haben, dran teilzunehmen. Und dann gucken wir, was wir auslosen machen können. Pipapo. Also, wie denkst du, fühle ich mich? Ja, safe können wir danach nochmal machen. Wir losen dann nochmal neu aus. Ich hoffe, irgendjemand kommt auf Heal. Ne? Ich habe kein Bock. Rest of Druid ist bei mir jetzt unten durch. Ich schwöre es dir, ich habe die Schnauze voll von Rest of Druid, Alter. Ich musste den Evoker auf Englisch seine Klasse erklären, die ich selber nicht spiele. Ja, macht ja nichts. So, Halbfinale hier. Cruiser Co. auf, nicht auf Smitty Priest, sondern auf dem Holy Paladin diesmal. Shreed sehen wir hier auf dem, sieht aus wie Destrolock, ne? Kann das sein? Anstatt auf seinem Warrior und Cassie weiterhin auf DH. Gegen Ray, beziehungsweise Loki auf seinem Mistweaver und Berserker und Onlyfans auf Red und DH. Onlyfans kriegt ihr gleich am Anfang die erste Kelle. Und, Entschuldigung, ist gar nicht Destruction Warlock, sondern Affliction. Und ich habe diese Woche tatsächlich auch meinen schon anfangs gegierten Warlock so ein bisschen gedaddelt und mir bringt Affliction richtig Bock. Also das ist eine Sache, die mir momentan richtig Spaß macht. Also auf jeden Fall deutlich mehr als Shadow. Das kann ich, so viel kann ich schon mal sagen. Oh, hier. Swap auf Cruiser Co. Der used hier das Gate, aber Berserker ist gleich auf dem Weg hinterher. Onlyfans hier low, muss bubbeln. Cruiser Co. kriegt hier echt eine fette Kelle. Aber Shreedlock steht da und versucht hier seinen Heiler zu pieren. Castet die Fierce raus, Mortal Coil hier auf Ray. Into Fear auf Onlyfans. Jetzt wird der Fear geswappt nochmal auf Onlyfans zum Pieren, damit Cruiser Co. sich toppen kann. Jetzt kommt die Boost hier nochmal auf Onlyfans, da wird ordentlich Damage rausgenommen, aber es reicht nicht. Und Cruiser Co. geht hier down. Ach du heilige Scheiße. Junge, Junge, Junge. Erste Runde Win für Gruppe 4. Ach du Scheiße. Hier nochmal bitte kleine Aufforderung hier an den Chat. Geht bitte miteinander lieb und nett um, so wie ihr auch selber behandelt werden wollt.
Und Golden, don't take this too serious. Manchester is kinda sus sometimes. So we are all friends. We are all here to have a lot of fun this evening. So don't get mad at each other. Okay, Gruppe 4. Matchpoint. Also, ich schreibe hier nochmal die Leute an. Also, es ist halt so, wie sich das momentan anfühlt. Ne? Also, auf Rest of Druid ist es noch schlimmer. Ich mag so. Ja, du weißt aber ganz genau, was ich meine. Auf dem Rest of Druid hat man das schon extrem gemerkt. Aber jetzt halt auch nochmal der Swap hier auf den Holy Paladin. Und der ist ja aus dieser Scheiße gar nicht mehr rausgekommen. Ich finde, der Damage gegenüber der Heilung ist nicht gut gebalanced momentan. Also gerade mit den Micro-CCs und also das, was du an Globals brauchst, um den einprasselnden Damage gegenzuheilen, das geht halt mathematisch schon nicht auf. Also das ist schon richtig wild. Und wenn du dann zwischendurch noch gekickt und interrupted wirst und gecaged und gekickt und keine Ahnung, dann ist es ja schon fast unmöglich, wenn du nicht Teammates hast, die perfekt peelen. Aber wir haben es gesehen, Shreed hat hier die 4s rausgehauen, um Yo, Golden, don't take this too serious. He is everyone welcome and what Manchester said doesn't matter at all. So you are one team. Please perform as best as you can and we are here to have fun, not for arguments. Yeah, you're right. So please, can we stop now the harassment in my chat, please. So, Manchester, du hältst dich da jetzt auch raus. Lass Golden da hier seinen letzten Satz da geschrieben haben. Und das müsst ihr nicht in meinem Chat klären. Das könnt ihr halt auch im Whisper klären. Aber ich hoffe, dass ihr das dann einfach sein lasst, weil wir hier sind, um Spaß zu haben und nicht um irgendwas anderes zu machen. Und Manchester, das ist nicht das erste Mal, dass du so aufhältst, ne? Also da musst du dich in Zukunft, glaube ich... Ah nee, das war nicht Manchester, ne? War das Manchester letztes Mal? Oder war das der andere DH? Sorry, wenn ich dir jetzt Unrecht tue, aber das muss hier nicht sein und schon gar nicht in meinem Twitch-Chat. Hier ist nur die Team Fuckface-Fanbase am Start. Ja, sehr gut. So, wie sieht's hier aus mit beiden Teams? Ready? Wie sieht's aus? Banks, der Loki. Beide ready? Wir haben hier Matchpoint für Gruppe 4. So, Manchester, halt jetzt, halt die Schnauze jetzt. So, es wird hier jetzt nichts mehr geschrieben, ansonsten muss ich dich auf die stille Treppe schicken. And the same is for Golden. Please, stop flaming in my chat. It's all good. Ready, okay. Loki ist auch ready, denke ich mal. Oh, warte, ich muss zurücksetzen. Noch rechtzeitig geschafft, okay. Okay, Mugambala. Matchpoint Gruppe 4. Let's go. Halbfinale übrigens. So, wir haben so ein bisschen Änderungen im Team 2.
Liegt ja auch ein Punkt hinten jetzt. Wir sehen jetzt hier Smitty Priest wieder auf seinem Disziplinpriester. Zusammen mit Cassie of DH und Sweet Lock. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder Affliction... Ich kann das gar nicht sehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass er wieder Affliction spielt. Gegen weiterhin Ray of Mistweaver und Berserker of DH OnlyFans auf Red. Grab a girl. Hier kommt gleich der Blind im Opener. Leg Sweep und hier wird getrommelt. Hier wird dick getrommelt. Street droppt schon unter 50% live. Hat seinen Dark Pact aktiviert. Plus Holy Angel oder wie das Ding heißt. Power Infusion und Rapture hier vom Smitty Priest. Da kommt nochmal der Grip. Streetlock versucht hier ein bisschen Distanz zwischen sich und die Melees zu bringen. Aber der, aber die lassen sich hier nicht so leicht abwimmeln. Und die gehen einfach hinterher. Und man muss natürlich auch sagen, DH, also alle Melees momentan, zu viel Movement Speed. Also du kannst, das ist ja unmöglich, die zu slowen hier. Streetlock gefährlich low. Das zweite Mal sage ich das schon an diesem Abend. Es hat abgenommen. Muss vielleicht ein bisschen wieder zunehmen. Smitty Priest hier mit dem Live Swap. Hat jetzt aber nichts mehr. Wir haben jetzt nochmal einen Dark Pact ready. Der wird nochmal gezogen, aber es reicht nicht aus. Ah, scheiße. Und damit würde ich sagen, Matchpoint, auch Sieg ganz klar geholt. Das Team von Loki, Berserker und OnlyFans gewinnen das Halbfinale und sind jetzt im Final, meine Damen und Herren. Holy fuck. Nichtsdestotrotz hat sich Gruppe 2 gut angestellt. Übrigens wäre Gruppe 2 mein persönlicher Favorit auch gewesen. Tatsächlich. Weil ich glaube, da ist sehr viel Potenzial in dieser Gruppe. Aber irgendwie läuft das ganze Game hier schon, das ganze Tournament schon wieder anders als gedacht, ne? Das ist witzig. So. Dann gehen wir mal kurz ins Bracket hier. Gruppe 4 holt hier den Sieg. Bam. Ist jetzt im Finale. Finale nochmal, by the way, gesagt. Finale ist übrigens Best of 5, nicht Best of 3. Nur, dass ihr das nochmal gehört habt. Und wir haben jetzt Verlierer Runde Nummer 3 mit Einzug ins Finale. Nochmal Gruppe 2. Habe ich schon wieder fast vergessen. Die hat jetzt nochmal die Chance, hier nochmal im Loser-Bracket Win zu holen. Also Gruppe 2, Shreets, Cassie, Smitty. Ihr spielt nochmal gegen Gruppe 5. Adalyn, Holy und Lycera. Um den Einzug ins Finale. Lower Bracket. Ich hole hier schon mal Lycera in die Liste. Und frage hier nochmal nach. Ready? Also ich gönne auf jeden Fall nochmal 5 Minuten Pause. Die müssen Bescheid sagen, wenn sie ready sind. Ja, genau. Der Verlierer aus dem Winner Bracket spielt jetzt nochmal gegen den Gewinner aus dem Loser Bracket. Genau, hier 2 gegen 5. Um den Einzug ins... So, wir gönnen auf jeden Fall dem einen Team nochmal 5 Minuten Pause. Holt euch was zu trinken, holt euch was zu snacken. Und dann gehen wir rein ins Loser Bracket Final um den Einzug ins Finale. Und dann gucken wir mal, was der Abend noch so auf der Uhr hat. Weil es gab mal 8:30.
Junge, Junge, normalerweise geht das Tournament bis 3 Uhr morgens. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Team Fuckface! Können wir auch noch mal kurz was zu trinken? Bis gleich. Ja, jetzt Wodka-Wassermix. Ich muss das erstmal runterspielen, den Loose von vorhin. Ach ja. Dann beste Moderator, ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob die schon wieder da sind. Ich hab keinen Bock hier nochmal zu spielen, ne? Also das hat mir jegliche Motivation geraubt, ne? Also wenn denn 2v2 sonst, aber... Wäre auch so eine Maßnahme, ne? Wenn wir in... genug Heiler hätten, könnten wir auch ein 2v2-Tourney machen. Aber ich würde schon gerne lieber DPS. Finde dich auf Survival echt gut, 2-Point. Ja, das ist auch Main-Klasse, ne? Also wäre schlecht, wenn es anders ist. Obwohl... Das, der Witz ist so, dass ich halt mit Resto Druid das höchste Rating in allen Brackets diese Season habe. Das ist halt total bescheuert, Alter.
würde gerne nicht heilen müssen. Ja, geht mir genauso. Also, das mit Rested Wood hat mir schon wieder gereicht, ne? Das hat mir schon wieder gereicht. Soll ich auch DPS machen? Dann machen wir wieder 1v1 auf die Fresse. Du hältst, Junge. Muss immer moderieren und wenn er dann mal zocken darf, muss er heilen. Ja, ich habe ja nichts gegen heilen. Aber ich raff's halt nicht so, wie halt, keine Ahnung. Also, ihr seid, euer Team ist ja nicht mal Gladi so. Aber ihr harmoniert halt miteinander. Als würdet ihr hier AWC spielen. Nee, ist es ja nicht. Ich weiß nur nicht, was ich dagegen machen soll. Das passiert mir ja auch öfter im Threes. Da kommt ein Swap auf mich und ciao. Einfach ciao. Das liegt aber auch am Arrested Druid Design. Ich gehe halt in Bärform und es reicht halt nicht. Bärform, Erneuerung, Region, Iron Bark, ich kann mir alles geben. Alles. Es reicht nicht. Die kloppen mich tot einfach. Theoretisch kannst du halt auch die ganze Zeit auf dem Resto Druid sticken. So, und irgendwann in Bärform laufen die Hots halt ab. Und ich muss halt rausswappen, um zumindest mir ein Overgrowth zu geben. Dann kommt ein Stun. Tschüss. Nothing you can do. Das ist halt ganz, ganz ekelhaft. Team Fuckface Beste, ja. Aber egal. Wir gucken mal, wir machen das Priest-Tournament erstmal zu Ende. Da laden wir wieder alle Leute ein, gucken, was wir denn so am Start haben. Spielen dann vielleicht zwischendurch nochmal so ein 5 gegen 5 und vielleicht auch ein 10 gegen 10. Mal gucken. So ein bisschen locker werden wieder. Und dann bauen wir vielleicht nochmal ein Tournament. Und je nachdem, wie viel wir sind, dann entweder 2v2 oder 3v3 nochmal. 2v2 würde ich übrigens auch fühlen als Tournament. Weiß, ist ein bisschen unbalanced, tatsächlich. Aber, ja. It is what it is. Oh, okay. Das eine Team ist ready. Ich frage hier nochmal nach. Ready. Es kann alles passieren. Yes, yes. So, beide Teams sind ready. Wir gehen rein ins Lower Bracket. Ich zeige nochmal die Übersicht einmal kurz. Lower Bracket. Wir spielen jetzt Gruppe 2 gegen Gruppe 5 um den Einzug ins Final gegen Gruppe 4. Ach ja. Also, wir haben hier linke Seite. Oh, da muss ich die Kamera kurz drehen. Haben wir Smitty Priest auf Holy diesmal. Cassie mit seinem DH weiterhin und Shreed auf seinem Elementarschaman. Gegen rechte Seite Lycera, Monk, Keldris und of course Team... Ist das, war das Team Fuckfail? Ich glaube ja, ne? Sad about it. Team Fuckfail. Oh Mann, let's go. Einzug ins Finale. Wird jetzt entschieden. Sharegrad hatten wir noch nicht, ne? Enttäuscht mich nicht. So, Keldris stürmt hier wieder nach vorne mit auf Course auf jeden Fall. Da wird gleich der Elementarschamane in die Magen genommen und da kommt Big Damage hier auf Keldris. Muss ein Enter Magic Shield ziehen. Kriegt halt. Das ist aber auch schon längst geprockt und durch und kriegt hier weiterhin heftigst auf die Fresse. Immer noch in der Bedrulle.
unter 50%, fast 20% low gedroppt. Hier, das Windshield von unserem Schamanen hier auf Lycera Monk into Incap von unserem Priest. Und jetzt kriegt Street aber eine Packung. Hat hier den Angel von Smitty Priest bekommen, damit die Heals gut ballern. Keldris hier wieder low gedroppt. Muss mit einem Cocoon gesaved werden hier von Lycera. Junge, Junge, da wird geswappt auf Off Course. Kriegt ein Chest Eis rein. Ich glaube, das war das Trinket. Ist gut, Keldris hat aber noch sein Trinket. Noch viel passieren. Cassie hier low. Wird hier aber noch gut getoppt von Smitty Priest. Da werden die Blitzheilungen gecastet. Symbols of Hope. Und beide droppen sie jetzt low. Na, jetzt fehlt jetzt ein großer Ausraster von unserem Elementarschaman. Ne? Der müsste jetzt hier die Procs kriegen und einmal kurzerhand das ganze Team auslöschen. Aber beide Seiten droppen. Na, Keldris wieder gefährlich low an dieser Stelle. Muss die Enter Magic Zone ziehen. Lycera hielt das aber ganz gut weg. Smitty Priest hier klein bisschen im Mana-Vorteil. Hat auch gleich wieder seinen Angel ready. Plus noch ein Live-Swap. Lycera Monk gleich seinen Cocoon wieder ready. Aber erst in 10 Sekunden Enter Magic Shield. Das war aber auch eine kurze Geschichte. Ne? War sofort weg. Keldris hier immer noch Main-Target. Jetzt kriegt Of Course ein bisschen was ab. Versucht hier jetzt erstmal den Schaman zu leihen, damit nicht die Kane so heftig sitzen. Lasso nochmal. Und Smitty Priest hier mit der Heilung. Cocoon ist raus hier auf Of Course. Das war wieder ein Big Cooldown. Wir haben hier aber immer noch einen Netherwalk, einen Blur. Vielleicht ist jetzt auch an der Zeit, dass Of Course nicht mehr so geizig damit umgeht. Aber das war auch erst der erste Swap auf den DH. Sonst ist immer der DK hier Main Target. Cassie kriegt jetzt einen rein hier. Und Lycera Monk ist am Heilen. Konnte so ein bisschen den Mana-Haushalt mit, also Mana-Pool mit Smitty eben ziehen. Keldris. Und wir gucken mal auf die DPS-Zahlen. Junge, Keldris ballert auch fast über 100.000 DPS. Ist aber noch sehr weit unten angesiedelt vom Damage, ne? Also klar, gegen DH gar keine Frage. Die knallen hier natürlich den Damage ihres Lebens raus. Und wartet ab, irgendwann kommt der Patch, Junge. Da könnt ihr eure scheiß Chars endlich wieder in die Ecke schmeißen, weil die nicht mehr viable sind. Irgendwann, so Gott will, wird diese Scheißklasse mal genervt. Junge, Junge, da steht ja in keinem Verhältnis, was die an Damage raushauen. Shriek hier kann getoppt werden. Guardian wieder ready in erst in einer Minute. Lycera hat hier den Cocoon. Muss aber mit Mana strugglen. Leg Sweep und Incap auf unseren Smitty Priest. Plus ein Strangulate. Bordo hier von Shriek. Kann hier noch den Käse curen. Live Swap. Jetzt wird auf Smitty Priest hier gegangen. Der hat sein verzweifeltes Gebet gezogen, um hier nicht von dem Swap zu sterben. Und diese Ausdauer hätte ich nochmal. Wäre ich jetzt in der Situation von dem Priester gewesen, ich wäre... Junge, die hätten mich nur angeguckt. Ich wäre umgefallen auf Rest to Do It. Und Street geht down. So close. Scheiße. Matchpoint hier für Team 5. Lycera. Team Fuckface. DH Nerf, dann Pre-Patch zu War Within und dann passend zu 11.0 Buff. Okay, nee, weißt du, was mal wieder gebufft werden müsste? Schön Fire Mage und Sub-Rogue. Sub-Rogue ist lange genug jetzt penetriert worden. Da muss jetzt mal ein Buff hin. Also, Eviscerates von 500.000 will ich da in Zukunft sehen. Shit! Okay. Starke Nummer, starke Nummer. Erste Runde entschieden. Ein Punkt für Gruppe 5. Und ja, wir schauen mal. Wird jetzt nochmal gelockt? Weil es ist ja Best of 3, auch im Lower Bracket. Sehr schönes Game. Ja, hat mir auch gefallen. Das war echt close. Also, da hätte auf beiden Seiten hätte da eine Entscheidung fallen können. Also, war sehr ausgeglichen, muss ich sagen. Ja, wenn die beiden Heiler ready sind, dann sagen sie mir bitte Bescheid. Dann würde ich nämlich gleich ins Rematch reingehen. Okay, beide Teams sind ready, oder? Lycera
Ready, okay, perfekt. Wir gehen rein. Matchpoint für Team Fuckface hier. Let's go. Als Zuspieler will ich aber Sub auch nicht gebufft haben. Ja, das stimmt allerdings auch wieder. Mann, wir sind doch alle nur frustriert darüber, dass DH hier schon seit Anfang von Dragonflight Season 3 so dermaßen overtuned ist. Also das ist... Aber das ist, man kann das auch nicht alles auf eine Klasse schieben. Ich finde allgemein, dass wir mit... Also Season 3 ist mit die schlechteste Season, die wir jemals hatten in World of Warcraft. Also ich kann mir... kaum irgendwas, also kommt drauf an, was man selbst spielt. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber ich zum Beispiel, ich bin übelster Fan von Setup-Based kommt. Also alles so Rogue Mage, Thug Cleave, Jungle, PHP. Da bin ich zu Hause, Junge. Und bin, dann kommt da schon mit Dragonflight der CC-Nerf rein. Und alles wird so durch Mikro-CCs entschieden. Also haben wir ja vorhin gesehen, es reicht halt... Ein Triple DR Stormbolt würde ausreichen, um mich zu töten in der Zeit. Das ist halt geisteskrank. Also so, Matchpoint hier, Team Lycera. Und da kommt gleich die Zone am Anfang. Und Addons, muss ich auch sagen, Addons sind auch viel zu overtuned. Da müssen wir auf jeden Fall deutlich abspecken. Das ist halt... Spiel mal Counter-Strike, wo alle Wallhack haben. Wie viel Spaß das denn noch macht. Also Counter-Strike macht so schon keinen Spaß, ne? Aber das kann man sich auch so denn vorstellen. So. Wie viel Spaß macht denn das Spiel noch? So, und Keldris und of course, die knallen hier raus, ne? Die hauen hier den Damage raus. Die wollen das Ding... mit nach Hause nehmen. Die haben keinen Bock mehr. Die haben gesagt, komm, wir liegen einen Punkt in Führung. Wir ziehen durch hier. Wir wollen diesen Win. Und das merkt man auch. Also der Damage ist jenseits von Gut und Böse hier. Also die beiden DHs sind tatsächlich ganz ausgeglichen hier. Und Shreed hier unter 50%. Cassie auch unter 50%. Eieiei, schafft Smitty Priest das noch hier zu toppen? Muss sein Angel ziehen. Keldris gefährlich low an dieser Stelle. Ja. Ach, hör mal auf mit Windwalker. Das ist auch so ein, das ist auch eine Problematik. Shreed hier. Ah. Gruppe 2 schafft es hier leider nicht im Lower Bracket. Den Sieg fürs Finale zu holen. Trotzdem GGs an Gruppe 2 und ja auch herzlichen Glückwunsch an Gruppe 5, die jetzt mit dem Win. Junge, wir gucken uns das gleich mal an, ne? Was hat Gruppe 5 hier auf die Beine gestellt? Also, da kann man auch mal den Hut ziehen, weil wir sehen hier, Gruppe 5, erstes Game mussten die spielen, verloren. Und dann aber hier, ne? Mit 3 Wins in Folge im Loser Bracket nochmal kurz vorm Ausscheiden ins Finale hochgekämpft. Da kann man mal klatschen. Man weiß gar nicht mehr, was kein Problem ist. Ja, ja, also das ist. Momentan ist es so wild. Und es muss halt ein grundsätzlicher Change im PvP passieren. Aber allgemein, also die PvEler, die M+ laufen, die haben vielleicht nicht dieselben Probleme, aber World of Warcraft pfeift aus dem letzten Loch. So, wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause. Gruppe 5 soll sich ja auch sicherlich nochmal kurz erholen. Also ihr sagt mir, ihr seid ready, dann ist auch all good. Aber spielen jetzt im Final. Gruppe Fuckface, Entschuldigung. Fuckface. Ja, feuert euer Team an. Wir spielen jetzt im Finale eine Best-of-Five-Runde. Also wir spielen Best-of-Five-Games. Gruppe 4. Madison
Berserk und Loki gegen Adalyn, Holy und Lycera. Fuck Face, fuck Face. Ich meine, das ist auch der übelste Meme für heute Abend, ne? Geisteskrank. Ich pack beide Heiler schon mal hier bei mir ins Target. Und wir haben einmal Lycera und wir haben hier einmal Loki. Und ihr sagt mir bitte beide Bescheid, wenn ihr ready seid, wenn wir starten können, dann geht's los. Lycera sagt, Gruppe Fuckface ready. Loki sagt auch ready. Dann würde ich sagen, wir gehen rein ins erste Grand Final des heutigen Abends. Best of five. Let's go. Ach du Scheiße, du ahnst das nicht. Ja. So, wir machen uns immer kurz einen Überblick. Also viel hat sich in beiden Teams nicht geändert. Wir haben hier immer noch rechte Seite Keldris auf DK, of course auf DH mit Lycera Monk als Heiler. Und auf der linken Seite haben wir Berserker auf seinem DH, OnlyFans auf seinem Red. Wundert mich ein bisschen, dass du nicht Rogue spielst. Aber ist okay. Und Ray auch auf Mistweaver? Oder Fistweaver? Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie hier die erste Runde vom Grand Final aussieht. Let's fucking go. Das ist mal geil, wie die gleich aufeinander prallen hier. Ray kriegt hier den ersten Cage. Lycera Monk low hier unter 50%. Schafft es aber noch mit seiner Wall hier seinen Cocoon zu saven. Das ist natürlich erstmal gut, aber Wall ist Wall, ne? 2 Minuten Cooldown erstmal weg. OnlyFans hier. Job gefällig low. Und Ray wird hier vom DK immer wieder reingegrabt. OnlyFans, Vengeance Shield hier. Ne, muss cocooned werden. Von Ray tatsächlich. Das ist der erste Big CD hier schon mal raus. Nach dem Vengeance Shield schon. Wall läuft ebenfalls. Und das ist halt gefährlich von dem DK. Ne? Da kommt ein Grip, da kommt der Blind, da kommt der Strangulate. Was weiß ich, was der noch alles an Fähigkeiten hat. Und das ganze Team ist einfach locked down und kann nicht wirklich viel machen. Da muss gepeelt werden an allen Ecken. Das ist halt, das geht auch nur in der aktuellen Meta. Das ist geisteskrank. Das ist einfach geisteskrank. Berserker hier unter 50%. Kein Netherwalk, kein Blur. Kann aber hier wieder getoppt werden. Swap of OnlyFans hier. Unter 20% hier fast. Hat das Vengeance Shield aber wieder ready. Kann auch wieder getoppt werden, aber das zieht Mana, ne? Trotzdem, Ray hier immer noch im Vorteil gegenüber Lycera. Lycera hat hier deutlich mehr Mana schon verbrannt. Kriegt ja auch gleich wieder den Swap ab, ne? Und das ist ja irgendwie schon das, was bei OnlyFans und Berserker irgendwie an der Tagesordnung steht. Das habe ich selber am eigenen Leib hier. Melee-Bubble hier auf OnlyFans. Das habe ich selber ja schon erfahren. Also da sind die Swaps auf dem Heider sind real. Ne? Und ich als Resto-Druid habe da die volle Packung gekriegt heute. Und ich werde auch nie wieder Resto-Druid spielen. Bob könnte Game-Changer sein. Auf jeden Fall Lycera low hier wieder. Fast kein Mana mehr. Muss jetzt hier den Hodge-Trinket ziehen. Wird... Das ist ein riesiger Clusterfuck. Ne? Das ist stell... 6 Spieler auf einen Haufen und lass die einfach sich gegenseitig in die Fresse hauen. Hm. Silence of Ray. Kann jetzt hier wieder ein bisschen Meta gut machen und sein Team toppen. Mana-technisch leicht im Vorteil. Beide Cocoon noch lange Cooldown im Verhältnis. Die Zeremonk trotz dann immer noch getoppt hier. Und ach du Scheiße, OnlyFans geht down. OnlyFans geht down.
Das ist Andre ebenfalls tot. Das ist erster Win für Team Fuckface. Wer hätte gedacht, dass die also die erste Runde für sich entscheiden? GG. What the fuck? Ich gebe natürlich beiden Teams die Möglichkeit, vielleicht noch was zu ändern. Beide sagen mir wieder bitte Bescheid, wenn sie ready sind. Und ich starte dann in die Runde 2 vom Grand Final. Team Fuckface! Stark, Alter, stark. Okay. Team Fuckface ist ready. Loki ist auch ready. Okay, wir gehen gleich in die zweite Runde. Eieiei. That's for me. Check that. That's for me. Okay, nichts wird hier gechanged. Teamaufstellung gleich. Andere Arena. Auch eine kleine Arena. Also nicht viel Möglichkeit für die Monks hier zu kiten. Aber doch den Vorteil hier von dem Port sehr gut nutzbar. Gerade wenn man irgendwie runterläuft und sich dann hoch teleportiert, das ist immer ganz nice. Um da so ein bisschen DPS abzuschütteln. Es geht los, die Tore sind auf. Und es wird wieder alle rennen in die Mitte und hauen sich in die Fresse. Und so wie es aussieht, ist Lycera Monk hier tatsächlich Fistweaver. Da kommt der Grip plus der Stun auf Ray. Sehr schön getimed auch an dieser Stelle. Regrip wieder rein. Aber Team Ray droppt hier doch. Nach und nach. Onlyfans hier, ne? Red ist auf jeden Fall Target of Choice, genauso wie der DK. Beide hier am Struggeln. Da muss der erste Cocoon getradet werden. Und Lycera, also das ist auch Fistweaver, ne? Das ist auch so eine ekelhafte Scheiße. Ach, die Kacke. Auch übrigens auch ein Spec. Eine Möglichkeit zu spielen, raus aus dem Spiel. Onlyfans! Junge, Junge. Was ist denn los? Muss hier Bubble usen. Keldris auch. 50% live. Trip ist dann hier vom Berserker. Sehr schön. Aber hat nichts gebracht. Ne? Cage of Lycera, Junge. Anti-Magic Shield. Muss getradet werden an dieser Stelle. Gute Idee auch. Ray hat immer noch seinen Cocoon ready. Vengeance Shield hier. Die zweite, glaube ich, schon von OnlyFans. Berserker und OnlyFans beide low. Da kommt der Cocoon auf OnlyFans. Reicht das noch auf, um Berserker zu toppen? Der zieht hier aber seinen Netherwalk. Ach du Scheiße, also da kommt so viel Damage, ne? Keldris kriegt hier auch gleich wieder auf die Schnauze. Aber ich glaube, ich würde schon fast sagen, ne? Gerade mit Fistweaver, leicht in der Advantage. Oh, die Fans! Geht hier low, kommt nochmal eine Melee-Bubble, aber es reicht es nicht. Da kommt trotzdem noch ein bisschen Damage durch. Triple, Doubles dann hier auf jeden Fall. Keldris, Anti-Magic Shield. Berserker und OnlyFans, beide low und das war's. OnlyFans ist down. Und damit ist es das 2:0 für Team Fuckface, Junge. Was zum Flying Fuck ist das eigentlich? Wir spielen dennoch, wir spielen ein Best of 5. Bedeutet, ja, Team Loki, sage ich mal, hat noch die Chance aufzuholen. Aber wir sind jetzt im Matchpoint. Also die müssen jetzt 3 Wins in Folge holen, um das jetzt hier noch aufzuholen. Und für Team Fuckface wird hier, ist hier ein Advantage, ne? Es reicht halt ein Win und dann sind sie auf jeden Fall Winner von dem ersten Tournament am heutigen Abend. So, ich frage beide Teams nochmal. Sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr ready seid, dann gehen wir in die nächste Runde in den Match. Point.
Loki ist ready, ready. Okay, perfekt. Die Zera auch ready und wir starten rein. Matchpoint Team Fuckface. Ich sag das noch richtig oft heute. Fuck, Face, fuck. Robodrom wieder. Also da hat sich auf jeden Fall ein Team heute gebildet, um Team Fuckface rum. Also da sehe ich auf jeden Fall Potential auf der Threes Ladder auf jeden Fall nochmal ordentlich reinzuscheppern. Schmitty. So, da werden die Gates erstmal schön hinten positioniert. Lyceramonk auf Fistweaver, ne? Ich hasse das. Onlyfans hier. Millibubble schon early getradet. Eieiei. Keldris. Enter Magic Shield. Ray schafft das hier, sein Team gut hochzuhalten. Keldris kriegt hier aber richtig die Schelle. Cage hier auf Lyceramonk, der muss sein Trinket ziehen und Cocoon traden. Kriegt nochmal einen Stun hinterher, noch einen Hodge. Nach dem Triple DR nochmal drauf. Es reicht aber nicht, da wurde schon alles, da wurde Keldris schon getoppt. Und jetzt gucken wir mal. Keldris hier kriegt hier ununterbrochen in die Schnauze. Und Lycera als Fistweaver, muss natürlich irgendwie connecten und Damage machen. Und es ist halt natürlich schwierig, Lycera hier rauszunehmen, dass der nicht heilen kann. Also das haben die Jungs eben gerade schon sehr gut gehandelt. Aber die Frage ist, kriegen die so ein CC nochmal getimed? Hodge hier auf Lycera. Wird reversed hier von, of course, glaube ich. War ein reversed, ne? Ja. Bubble hier von OnlyFans. Berserker kriegt hier gut auf die Schnauze. Ray hat eine gute Position, wird aber trotzdem gegrippt. Es ist so ekelhaft. Es ist so scheiße ekelhaft. Ich möchte mit keinem von den Teilnehmern hier tauschen im Finale. Und OnlyFans geht down. Only fucking Face geht down. Bedeutet, Team Fuckface gewinnt das erste Threes Tournament am heutigen Abend. Ach du Scheiße. Und jetzt guckt euch mal bitte an. Also jetzt müssen wir, da müssen wir wirklich mal wirklich appreciaten, was Keldris, of course und Lycera da im Team Fuckface auf die Beine gestellt haben. Junge, die haben das erste Game des Abends haben die verloren. Die haben das verloren und haben sich aus dem Loser bzw. Lower Bracket ins Final gekämpft und dort dann auch noch gewonnen. Junge, G motherfucking G. Nicht schlecht. Not bad. Ach du Kacke, Alter. Not bad. Okay. Damit schließen wir das erste Tournament des heutigen Abends. Und ich mache wieder eine Gruppe auf. Wir laden jetzt wieder ein. Die Gruppen können gerne wieder rein queuen.